Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Gran Turismo 7. Wir haben hier ein Geschenk. Das ist mal sehr schön. Dieses Geschenk kam, glaube ich, mit Patch 1.08 und wir sind jetzt schon bei 0.9. 1 Million Credits. Das sieht bei mir natürlich richtig heftig aus, weil ich halt eh kaum Geld habe. Für die Leute, die sich da nicht so richtig informiert haben, es haben sich einige beschwert, dass die Credits-Belohnungen runtergegangen sind, gerade bei den späteren Rennen. Okay, da bin ich jetzt vielleicht noch gar nicht. Und der Server war ja mal offline und so. Und deshalb sollen die Preisgelder gerade wieder in späteren Rennen wieder weiter hochgehen. Und halt auch von dem Serverausfall und so, weil man halt auch online sein muss, um zu spielen. Also man konnte gar nicht spielen. Auch wenn man eine CD-Version hat, so wie ich zum Beispiel. Ich konnte zum Beispiel auch nicht spielen, weil ich nicht ins Spiel reingekommen bin. Gab es halt so eine Entschädigung. Erstmal so 1 Million Credits. Sehr nice. Ich versuche die jetzt nicht irgendwie nutzlos auszugeben. Deshalb schauen wir einfach mal, dass wir die Menübücher weitermachen, noch ein paar Autos gewinnen und dann mal schauen, was so geht. Nummer 19. Japanische Rallye-Basisfahrzeuge. Okay, was soll hier Basisfahrzeuge heißen? Wir bekommen ein Roulette-Ticket. Wir müssen einen Subaru WRX, Mitsubishi Lancer Evo und ein Toyota GR Yaris uns abstauben. Jetzt ist die Frage wegen Rallye. Diesmal sollen sie japanische Rallye-Basiswagen sammeln. Rallyes sind Rennen mit Autos, die auf kommerziellen Serien basieren. Straßentaugliche Modelle treten gegeneinander an. Die Rennen finden nicht auf Rennstrecken. Man tritt auf Schotterpisten, Schnee und anderen Oberflächen an. Die Basisauto für Rallyes müssen natürlich ziemlich stark sein und sie sollten jetzt 3 davon sammeln. Sie haben alle Allradantrieb, das heißt, alle Räder werden angetrieben. Man sagt dazu auch AWD, All-Wheel Drive. Wir reden hier von echt coolen Autos und ich kann es kaum erwarten, dass sie mir präsentieren. Für mich ist die große Frage, mit welchem Fahrzeug treten wir an? Weil wir brauchen vielleicht ja noch ein passendes Fahrzeug. Das ist die große Frage. Wir schauen deshalb einfach mal auf die Weltkarte und gucken mal, was dann die Voraussetzungen dafür sind. Amerika und Asien müssen wir fahren. Aber hier Trial Mountain. Ist ja noch eine normale Strecke, weil er meint ja, wir sind auf Schotterpisten und so unterwegs. Das irritiert mich ein bisschen. Empfohlen 600, Straßenwagen, Japan, Allrad. Wir haben zum Beispiel den GTO gerade drin, einfach rein zufällig, was alles passen würde. Wir können auch mal kurz mal reinschauen, aber ich glaube, der GTO ist glaube auch gerade so einer meiner stärksten Fahrzeuge. Nein, wir gehen jetzt keinen Kaffee trinken. Und ja, wir müssen vielleicht ein bisschen was tun. Oder wir schauen einfach mal. Wir können mal sortieren auf Land mal wieder. Dann geht's nach Japan. Hier geht's los. Ne, da vorne ist schon mal einer. Aber im Grunde. Okay, wir haben ja ein paar gewonnen. Zum Beispiel in Nissan oder so. Aber die reichen das halt auch nicht. Also der GTO ist gerade also unser bestes Fahrzeug. Aber er reicht halt nicht aus. Wobei halt die Fairlady eigentlich auch ganz geil wäre. Ich meine, bei dem GTO haben wir schon ein bisschen was gemacht. Das Problem, die Fairlady ist ja gar nicht Allrad. Und ich weiß nicht, ob wir das umbauen können. Glaube ich jetzt nicht unbedingt. Wobei der Skyline wäre zum Beispiel noch da. Weil die Frage ist, der ist halt schon ein bisschen hochgetuned. Nehmen wir den R32, würde ich mal sagen. Und dann schauen wir mal ganz kurz, was wir hier machen können. Ich denke mal, wir können viel machen. Wir haben jetzt ja eigentlich einiges an Geld. Wir bauen mal den rein. Bei Extrem, ja, Extrem hört sich natürlich schon cool an oder so, aber ist halt auch ein bisschen sehr teuer. Wir können mal hier die harten nehmen, dann sind wir schon bei 560. Vielleicht noch Bremsen. Scheint natürlich auch der Vorteil. Das hätten wir hier zum Beispiel. Eigentlich ist kein Unterschied. Natürlich dann der Vorteil, dass wir länger Gas geben können oder schnell sein können und ja, später bremsen müssen. Also der Auspuff kostet auch einiges. Aber ich habe ja jetzt Geld, Leute. Alles cool hier. Ansonsten brauchen wir jetzt 600, gell? Das ist schon einiges.
Was haben wir letztes Mal gemacht? Oder irgendwo habe ich mal reingeschaut. Irgendwas, was auch richtig viel gebracht hat. Ich meine, wir können noch gucken mit Turbolader. Die Frage ist nur, welchen ich nehme. Alter, 640 hat er hier. Der geht ja richtig ab hier. So, dann machen wir das mal. Ansonsten, ich glaube, hier die Bohrung hat eigentlich... Nee, die hatte... Bei irgendeinem Fahrzeug hat die voll viel gebracht und die hat aber, ich glaube, gar nicht so viel gekostet. Deshalb finde ich es gerade ein bisschen seltsam, aber na gut. 641 sollte doch reichen, oder? Wir haben Allrad, wir haben Japan. Das sollte funktionieren. Dann legen wir doch mal los. So, zwei Runden. Ich finde es so komisch, dass wir, wie gesagt, auf normalen Rennstrecken fahren. Aber es kann natürlich sein, wir holen uns jetzt ein Rallye-Fahrzeug und dann geht's mit den Rallye-Fahrzeugen auf Schotterpisten und holen uns dann noch bessere Rallye-Fahrzeuge dadurch. Keine Ahnung. Deshalb wohl auch dieses Basisfahrzeug. Dass es da halt nochmal natürlich bessere gibt. So, was ist denn hier los? Lass mich hier mal durch. Einmal durchgedrückt. So, oh, oh, oh. Wir kommen ein bisschen weiter raus. Okay, ja, ich war ein bisschen schnell, habe viel rollen lassen. So, wir haben 8 Sekunden auf den Vordermann. Das war vielleicht... Ah, geht eigentlich. Dachte schon ein bisschen zu schnell. Alter! Was ist denn jetzt los? Autsch! Sorry. Das war nicht so gut. Aber passiert halt leider mal. So, wenn ich hier fahre, hole ich aber auch ein bisschen auf. Sieht immer ganz gut aus. So, hier kommt eine Linkskurve dann. Ich meine, ich auch voll hier innen fahren, oder? Aber ich weiß nicht, ob das so positiv ist für die Zeiten. Oh, ein bisschen Vorsicht hier, nicht zu schnell durchfahren. Ich meine, wir haben ja noch mehr als eine Runde Zeit, um die zu holen. Wir müssen ja jetzt hier nicht alles in einer Runde machen. Oder vielleicht doch. Schaffen wir es? Alter, der Turbo geht schon ab. Man hört ihn auch immer so ein bisschen rumpfeifen. So, wir haben ja sogar hier noch 2 Kurven und sind eigentlich schon Platz 1. Kann natürlich auch sein, weil da jetzt 600 dran stand. Ja, ein bisschen verbremst gerade. So, dann machen wir hier noch eine schöne Runde und dann... Es ist ja relativ easy hier. Ja? Eigentlich ist hier mich nicht mega verbremst. So wie beim ersten Mal. Wobei ja, mega war das jetzt auch nicht. Wobei die Frage ist natürlich, ich weiß nicht, wir sind ja so ein bisschen rausgekommen. Kann natürlich sein, dass wir da keinen Bonus bekommen für fehlerfreies Fahren. Wäre natürlich ein bisschen schade. Das war auch ein bisschen zu schnell. So, 3 Sekunden. Ja, okay. Ja, wir sind halt über die Zielgerade natürlich ein bisschen schneller gefahren. So, hier können wir wieder ein bisschen Gas geben. Schöne Gerade. Ja, wir haben halt schon 5 Sekunden Vorsprung. Eigentlich schon richtig viel. Sieht ja so ganz gut aus. Jetzt kommen aber noch einige Kurven. Vor allem so kleine zum Wechsel. So, ich lasse mich ein bisschen rollen. Geht eigentlich ganz gut. Ganz leicht hier durchgerutscht. Beim Rausbeschleunigen ging aber. Hier kann man schon noch einen Ticken schneller fahren. So, 9 Sekunden schon.
Was ist denn jetzt los? Ich meine, es kamen ja ein paar Updates. Vielleicht hat sich noch was an der KI geändert. Aber wir spielen ja schon auf Experte. Und es gab ja einige Rennen, die wir wirklich mit Leichtigkeit hier beendet haben. Und ich muss mal in die Einstellung reinschauen. Aber eigentlich habe ich nichts umgestellt von Anfang an. Und da gibt es noch Leute, die in die Kommentare schreiben, so, hey, ich soll noch dies und das machen, damit ich schneller und besser werde. Und dann denke ich so, ich habe 10 Sekunden Vorsprung. Aber ja, klar, es gibt immer noch natürlich ein paar Tipps, gerade auch mit manueller Schaltung und so. War bei Gran Turismo Sport ja auch so, dass sie nicht so ideal schaltet. Aber solange ich gewinne, bin ich erstmal ganz zufrieden. Fehlerfreies Fahren, sehr schön, okay. Hat wohl dazu gezählt. Mit wie viel habe ich es gestartet? Wie viel Geld habe ich ausgegeben für Tuning? Ich glaube, ich war bei 260.000, oder? Hier ist noch eine Million drauf. Das heißt also 1,26 hatte ich. Ja, noch die ein, zwei Rennen. Dann haben wir das Geld eigentlich wieder drin. Und drei neue Fahrzeuge dazu. Das ist ja mal schön, oder? So, wir wechseln in den asiatischen Raum zum Kyoto Driving Park. Wir haben wieder zwei Runden. Und wir schauen mal, ob es diesmal wieder so einfach geht oder nicht. Strecke. Schauen wir uns mal so ein bisschen an. Bisschen langsamer hier. Langsamer? Okay. Einmal, einmal schön außen überholen. Und der andere, geht der hier durch? Ah. So, wo muss ich hier bremsen? Wo hätte ich hier einen dritten schalten müssen? Keine Ahnung. Oh, Skyline! War ich da so schnell? Wer ist so langsam? Keine Ahnung. Ich glaube, das wird jetzt aber kein fehlerfreies Fahren mehr, oder? Also fehlerfreies Rennen. Ich glaube, hier kann ich mir den Bonus abschminken. Oh, das war ein bisschen zu viel. Ich komme aber gerade noch so auf die Korps. So, was macht der hier? Fährt hier raus? Fährt er so wie ich? Hat bei mir abgeschaut, oder wie? Da war ich auch hier eine ganz schöne Streckenvariante. Ich glaube, da gibt es noch andere Variationen, aber eigentlich hier ganz cool so. So, oh, hier drückt es aber auch ganz schön raus. Ach, das ist die Strecke. Also die Kurve sagt mir noch was aus Gran Turismo Sport gerade. Aber da sind wir, glaube ich, auch immer eher eine andere Variante gefahren. Also die Kurve sagt mir was. Diese 180er da. Schieß. Was ist denn hier los? Gar nicht angezeigt, dass ich bremsen soll. So, schauen wir mal. Hier ein bisschen aufpassen. Jetzt kriege ich ja halt auch fast schon wieder hier in einer Runde hin. Oh, das war eng. So, hier ist die Stadtzielgerade. Mr. Wang überholt. Wieder eine Runde, um alle zu überholen. Das sieht doch mal ganz gut aus. Ja, kann man hier noch ein bisschen üben. Ohne Druck fahren. Wobei die Kurve, ja, wenn ich mich recht überlege, die kenne ich auch. Genau, ja doch, jetzt kommt es langsam. Da hier dieses Links-Rechts-Links-Zeug. Doch, die sind wir... okay, kleiner Drift. Doch, die sind wir... Doch, die sind wir schon gefahren, aber... Mal gucken. Dann hier, dann ja doch, die große Links. Ja, langsam kommt's wieder. Langsam kommt die Strecke wieder. Aber sah die nicht ein bisschen anders aus? Oder kann es sein, halt durch die Jahre und durch das Spiel, dass es sich da ein bisschen geändert hat? Keine Ahnung. Nee, das war... Also hier geht es irgendwie auch nach rechts oder so, aber ich glaube, wir sind doch auch doch hier viel hier diese Links-Rechts-Kombo gefahren, oder? Ach, ja, langsam, langsam kommt wieder die ganze Strecke. Irgendwie total verdrängt. Weiß auch nicht wieso. So, ja, die war jetzt nicht so schön gefahren. Hätten wir noch ein bisschen enger nehmen können. Aber war ja trotzdem so ganz okay. Ich weiß, die Kurve. Oh, jetzt wird es ganz sicher kein fehlerfrei mehr. Oh, das wäre interessant gewesen. Ob das fehlerfrei gewesen wäre, wenn wir es hier nicht reingefahren wären. Aber die Kurve wurde gar nicht angezeigt mit Bremsen.
Ich meine, ich habe es schon in der ersten Runde gesagt. Ich habe mal gedacht, so komm, probieren wir mal ein bisschen schneller durchzukommen und so, aber ja, war wohl nix. War wohl die Bande irgendwie mit dabei. So, meine Freunde. Jetzt gibt's, glaub, den Toyota war's, glaub. So, einmal den Sieg. Ja, 20.000 Credits. Es gibt keinen Bonus für fehlerfreies Fahren. Aber wir kommen trotzdem auf die 260, wenn wir jetzt das nächste Rennen natürlich auch noch gewinnen. Egal mit fehlerfrei oder nicht. Ja, wobei das jetzt eigentlich auch keine richtigen Rallye-Autos sind, oder? Vom Modell her passend, aber von der Ausstattung oder von der Modellart ist nicht so richtig. Mount Panorama Motor Racing. Ja, die Strecke sagt mir auch was. Wir sind jetzt nach Asien rüber geflogen. Und ich habe noch mal kurz geschaut, wegen Schwierigkeitsgrad. Wir spielen auf schwierig, den schwersten Schwierigkeitsgrad, wo derzeit es gibt. Und die Strecke bin ich auch in Gran Turismo Sport oft gefahren. Gefällt mir eigentlich auch teilweise ganz gut. Wobei manchmal war sie, glaube ich, ein bisschen blöd. Lag auch so ein bisschen an den Wagen teilweise. Aber schauen wir mal, wie es jetzt hier wird. Ja, wie gesagt, Schwierigkeitsgrad habe ich einfach nochmal geschaut, ob sich da was geändert hat durch die Patches oder so, weil wir doch jetzt gerade hier bei den Rennen. Hier doch ja so weit vorne sind oder so viel Vorsprung haben. Ach, guck mal, hier fährt doch noch ein GTO mit. Kann natürlich auch sein, dass vielleicht die 640 einfach ein bisschen zu viel ist, oder? Es wurde ja empfohlen 600. Vielleicht heißt die Empfehlung halt so zwischen 580 bis 620. Und wir haben halt doch nochmal ein paar Punkte mehr. Weshalb wir dann doch vielleicht hier relativ gut nach vorne kommen und dann auch einen guten Vorsprung haben. So, hier war ich ein bisschen zaghaft. Dann flutschen wir einmal hier durch. So, hier müssen wir mal ein bisschen aufpassen, wenn man hier ins Rutschen kommt. Das ist eine richtig miese Stelle. Vor allem, man hat halt auch keinen Platz irgendwie. Ich meine, rechts und links sind die Banden. Wenn man da ein bisschen wegrutschen tut oder so, dann... Hallo. Okay, da war links hinten noch einer. Der ist mir so ein bisschen entgegengekommen. Das fand ich jetzt aber nicht so nett, Kollege. So, jetzt muss er weg sein. Jetzt flitzen wir hier runter. Hier einmal vorbei. Danke für den Windschatten. Ah doch, hier relativ schnell hier mit der Karre. Alter, ich habe hier immer so Schiss. Wow, wir knallen fast rein. Doch nicht, okay. War jetzt nicht schön gefahren. Ich habe irgendwie versucht zu schauen, dass wir den nicht berühren. Ich meine, es hat ja dann doch noch gut gereicht, aber war mir ein bisschen unsicher, weil ich doch sehr spät gebremst habe. So, Alter, wie schlecht, Leute. Die Runde ist vorbei. Genau jetzt und wir sind nicht Platz 1, verdammt. Die letzten zwei Rennen hat es geklappt. Ich meine, er ist ja zum Greifen nah auch noch. Da gibt noch ein bisschen Windschatten. Boah, das war ein bisschen, bisschen eng, hey. Doch ein bisschen lange geblieben. Ich wollte jetzt erst rausziehen, dann dachte ich mir so, okay, ich komme jetzt doch gar nicht so schnell ran, dass ich noch mal ein bisschen im Windschatten bleibe. Und dann war es fast ein bisschen zu eng. Mit dem hinten dranbleiben. Oder mit dem Rausziehen dann. So, hier wieder nach oben. Ein bisschen bremsen. Achtung. So, irgendwie, wenn man hier so ein bisschen ruhiger bleibt, ist eigentlich richtig schön im Turbolader so ein bisschen beim Arbeiten zuzuhören. Eigentlich ganz nice hier. So, jetzt schauen wir mal, dass wir hier wieder schön durchkommen. Wie gesagt, hier ist es am schlimmsten, wenn man hier ins Rutschen kommt oder zu schnell reinfährt.
okay, das ging gerade noch so. War auch ein bisschen schnell. War aber gut kontrolliert gerutscht. So, einmal hier raus. Jetzt können wir wieder schön beschleunigen. So, hinter mir. Hallo. Jetzt haben wir 7 Sekunden. Auch wieder einiges. So, 5 Sekunden besser wie die letzte Runde. Ja, okay, aber halt mit dem Start immer. Oh, bisschen gerutscht. Alter, ich bremse so weit. So weit hinten, sag ich schon. So spät. Spät, wollte ich sagen. Und irgendwie reicht's doch irgendwie. Und ich denke immer so, es reicht nicht. Okay, das war jetzt extrem früh gebremst. Aber na gut, wir haben ja Vorsprung. Guck mal, hier, keine Ahnung, sehe ich gar nicht, wann er kommt. Okay, das war halt mega weit vorne. Aber wie gesagt, ich spiele auf schwierig und es geht nicht mehr. Aber ja, vielleicht war ich halt auch punktetechnisch ein bisschen zu over the top, wenn halt 600 empfohlen wird, nicht 640 habe. Sollte man vielleicht ein bisschen gucken, dass es ein bisschen spannender bleibt. Dass man da ein bisschen runterstufen. So, fehlerfreies Rennen. Obwohl wir da oben ein bisschen rumgerutscht sind, aber es gab ja keine Berührung. Also, alles cool, Leute. Okay, und dann gibt es hier noch den schicken Lancer Evo. Und den Stufenaufstieg. Bringt er mir irgendwas? Ein Alpine Stars Anzug. Okay. So, hier haben wir die 3 guten Fahrzeuge. Die Basisfahrzeuge. Glückwunsch, sie haben alle 3 Autos. Damit ist ihre japanische Rallye-Basis-Fahrzeugesammlung komplett. Okay. Alter, ein 3-Sterne-Roller-Ticket. Jetzt kommt die Kohle langsam, oder? Oder jetzt kriege ich wieder ein Tuning-Teil von Fahrzeugen, das ich nicht habe. Das kann natürlich auch sein. So. Rallyes sind eine Form der Hochgeschwindigkeitsrennen, die auf abgesperrten öffentlichen Straßen stattfinden. Höhepunkt dieses Sports ist die Rallye-Weltmeisterschaft. Das ist ein unglaublich beliebter Wettbewerb, über den jeder Motorsportliebhaber das eine oder andere weiß. Okay. Rallyes-Autos sind zu unglaublichen Geschwindigkeiten fähig und das auf praktisch jeder Oberfläche. Das ist wirklich ein atemberaubender Anblick. Japanische Hersteller stellen seit den 60ern Autos für internationale Rallyes her. Am besten bekannt sind sie jedoch vielleicht für ihre Erfolge in den 90ern. Zu dieser Zeit war der Schlüssel zum Sieg ein Auto mit Allradantrieb und ein Motor mit Turbolader. Und darin schien Toyota, Mitsubishi, Subaru besser zu sein als alle anderen. Alle 3 dieser 4WD-Sportwagen haben sich ihren Platz in der Geschichte mehr als verdient. Weil ich jetzt ehrlich sage, so Toyota, also speziell in der Rallye, finde ich gar nicht so präsent. Also okay, ich bin jetzt auch nicht so der Mega-Rallye-Schauer oder so, aber gibt da natürlich, ja, vielleicht gab es da wirklich eine gute Serie mal mit Toyota. Und nun gut, ich würde mal sagen, wir schauen noch ganz kurz in das 3-Sterne-Roulette-Ticket rein. Ja, so bald will ich auch nicht rausgehen. Mal gucken, was da Schönes bekommen. 3 Sterne ist natürlich richtig nice. Ich weiß gar nicht, wie viele es gibt. Gibt es auch mehr als 3? Oh, diesmal sogar mit 2 Tuning-Teilen, Fahrzeug und Geld. Meistens kriege ich das kleine Geld. Oder ja, manchmal auch ein Tuning-Teil. Das Auto habe ich aber auch noch nie gewonnen. Voll anpassbare Aufhängung für den 86er Toyota. Okay. Ja, dann wollte ich mal sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns im nächsten Part dann hoffentlich wieder. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.